Herzlich willkommen zum Überblick Teil 2. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession und wir haben immer noch dasselbe Beispiel. Heute geht es wieder um das Teamfighten im Generellen. Und wir haben hier an dem Beispiel gezeigt, wie eine Teamfight entstehen kann und wie geteamfightet wird. Beziehungsweise wir haben vier Sachen gesagt, die wichtig sind. Das erste ist eine gute Team Composition, die teamfighten kann in gewissem Maße. Am besten sogar gut, weil wir wollen hier in Teamfighten reden. Teamfight ist übrigens das effektivste, vielleicht auch mit eins der schwereren, aber nicht das schwerste Grundkonzept von diesen dreien. Poke ist, würde ich sagen, das leichteste soweit. Aber man muss wissen, wann man poken kann, deswegen würde ich das jetzt nicht so unbedingt sagen. Aber wir werden dazu noch kommen. Aber Teamfighten, daran kann man am meisten sagen, deswegen wird da auch sehr viel von mir kommen. Wir haben gesagt, Team Composition ist wichtig. Wir haben gesagt, Abilities sind wichtig. Summoner Spells sind wichtig. Vor allem auch Flash und Teleport. Teleport habe ich ja schon erwähnt. Wieso? Wegen Flanks und oder unerwarteter Verstärkung und so weiter. Oft kommt der TP sehr unerwartet und dann sind Abilities down und man kann den Fight komplett turnen. Das sieht man auch in den Worlds teilweise noch. Und dann haben wir Positioning. Man braucht so ein bisschen das Verständnis, man muss quasi so eine Art Wahrsager spielen. Also, was passieren wird in dem Teamfight, wie der Fight startet und irgendwie da rumspielen. Oder wenn man selber den Fight startet, ihn einfach starten. Ich als ADC Main bin dann eher der Zuschauer, wobei mit Ashe kannst du auch einen Teamfight initiieren. Weil Ashe Ult ist so ein Signal, yo, let's go. Weil, wenn Ashe ihre Ult schießt und irgendwas trifft, das ist ja das Schöne daran, dann weiß eigentlich das Team, okay, wir gehen da jetzt rein. Das ist ein ganz klares Signal, weil der Gegner so lange gestunt ist und nichts machen kann, dass man so schnell jemanden picken kann. So. Dann kommen wir zu dem nächsten. Und das ist das Thema Vision. Vision. Ja. Es ist ein sehr dummes Thema und viele finden es extrem langweilig. Ich finde es extrem spannend und deswegen schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das zuerst für die Midlane an. Hier haben wir ein Beispiel für Vision auf der Midlane, über der Midlane. Je nachdem, wo man fightet, wir gehen jetzt davon aus, dass wir in Blue Side, im Red Side Terrain fighten. Wir zeigen das auch gleich noch für Blue Side. Würde das so sein, als wenn ihr Blue seid, als mit seid, Blue seid, Ahead seid in der Mitte. Es hängt auch davon ab, wo ihr fighten wollt, dazu kommen wir später. Aber das sind alles gute Wards. Warum? Ich will jeden Ward einmal erklären. Hier ist ein Gebüsch, wo gerne jemand chillt, damit, wenn man hier fightet, dann kann einer hier von der Seite halt reinkommen, so. Das sollte eigentlich immer gewardet sein, hier kann man auch pink warden. Generell dieser Ward, diese. Und diese sind gute Pink Wards. Alle anderen werden eigentlich zu schnell geklärt, wenn ihr jetzt seid. Übrigens, ihr könnt das selber gespiegelt natürlich auch auf die andere Seite bringen. Hier könnt ihr placen, wenn ihr, also wenn ihr Ahead seid, das gilt halt nicht nur für, das könnt ihr halt auch komplett drehen, spiegeln am River und dann auf die andere Seite. Das heißt, dieser Ward kann man ja auch genauso hier hinstellen, so. Ne? Ich denke mal, ihr versteht, wie ich das meine. Hier kann gut gepinkwardet sein, hier kann immer gute, sind immer gute Flanks möglich. Auch gerne pinkward, weil Assassine haben auch oft mal Stealth so. Und da sieht man die eigentlich, wenn die hier so von der Seite flanken. Wenn man hier ein pinkward hat, dann pinkward, dann pinkward, dann pinkward und wir stehen hier, der Tower ist schon down. Dann uns im Blue Side, dann kann ja eigentlich uns keiner geflankt kommen, weil im Idealfall steht sogar hier noch ein pinkward und da anstatt da und da. Das sind meist so Bait-Wards, die macht man meist auf der Lane, aber später dann die sind besser. Und dann seht ihr eigentlich immer eine Assassine, wenn der flankt, dann Pink-Wards geben Two-Side und die seht ihr immer. So. Also die können nur so kommen. Können nur hier lang kommen, da seht ihr die durch den. Wenn die hier lang kommen, seht ihr die durch den. Und wenn die hier lang kommen, seht ihr die dadurch. Hier hinten seht ihr die durch den Tower, wenn er noch stehen sollte. Übrigens, man kann auch Frontline spielen als AD oder als ADC und oder als Carry, wenn man in einer von ganz hinten flanken. Manchmal kommt die so Master Yi oder so von ganz hinten. Und wenn eure Gegner sehr, sehr weit hinten steht und ihr steht hier
und macht irgendwas, warum auch immer man so stehen sollte, warum auch immer die da so passiv stehen und ihr so oder ihr so passiv, könnt ihr auf Frontline spielen, euch hier hinstellen, wenn ihr sicher seid, dass euch von hier nichts engagen könnt, weil ihr Sicht habt. Wenn der Gegner von hier reinkommt, dann seid ihr quasi dann die Backline und könnt dann den Safe hitten. Das hat man auch ein oder andere Mal gesehen bei mir, wenn man letzten Mal meine Streams geschaut hat. Das sind sehr sinnvolle Wards. Hier könnte einer drüber jumpen, deswegen ist hier ein Ward gut, hier auch, wenn man sieht, wenn er langläuft. Den Ward kann man auch vergessen, wenn man weiß, hier steht keiner und wardet hier. Dann sieht man nämlich, wenn er da langläuft. Weil, ja, ist halt so. Hier ist ein super Ward, hier und hier. Also wenn man, diese Wards sind halt geil, wenn man super Head ist, ne? Sonst würde man eher so diese stellen, vielleicht noch den hier. Und wenn man so mehr oder weniger even ist, dann stellt man mehr so die hier. Genau. So. Kommen wir jetzt, wenn wir behind sind. Wenn wir behind sind, sieht das Ganze so aus. Dann stellen wir hier meist die Wards. Hier ist immer sehr kritisch, wenn der Bereich kontrolliert wird. Aber man könnte hier warden, das ist ein guter Ward. Oder halt, man könnte auch hier einen Pink Ward reinstellen. Wenn super behind ist, dann stellt man eher so hier so seine Wards, so in dem Bereich. Wenn behind ist, halt so in dem Bereich. Vor allem, wenn man die Gegner zu einkommen lassen. Man stellt sie halt immer in dem Bereich, wo man fighten möchte. Das kann man, wie auch vorhin, einfach spiegeln für die andere Seite. Ist dasselbe. Kommen wir in unser Top, wenn wir Ads sind. Sind das super Wards. Hier, ich mag übrigens den Pincode gar nicht. Vergesst den, der ist scheiße. Vor allem, wenn ihr Ads seid, finde ich den unnötig. Wenn ihr den Tower schon habt, dann reicht der Ward aus und hier vielleicht noch ein Pink Ward und ihr seid super geil. Im Idealfall habt ihr hier ein Pink Ward und hier, da braucht ihr den auch nicht mehr. Dann steht vielleicht hier noch ein normaler Ward und das wäre super Vision Setup. Wenn ihr natürlich im Team seid und viel mehr Wards platzieren könnt, sind das gute Wards soweit, gute Wardspots soweit. Und ja, wenn ihr behind seid, sieht der Ganze so ein bisschen defensiver aus. Das ist überall, wo man warden könnte. Man muss dazu sagen, hier diese stellt ihr eher passiv, diese stellt ihr, wenn ihr even seid. Oder also nur ein bisschen behind, wenn der erste Tower weg ist. Und hier, wenn ihr dann vielleicht sogar um Baron fighten wollt, dann kann man auch hier warden. Übrigens, der Ward hier nicht zu vergessen. Auch ganz wichtige Wards sind Inlane. Hier ein Ward, hier ein Ward und hier ein Ward. Je nachdem, wo ihr fighten wollt. Es ist ein guter TP-Ward, wenn der Gegner euch ziemlich weit reindrücken, zum Beispiel. Ist das ein guter Ward, um die Gegner vielleicht auch abhauen zu lassen? Auch ein guter Ward, wenn ihr fighten wollt und einfach nur zum Team wollt, weil da seid ihr meist sehr schnell in der Nähe. Und es ist auch ein guter Ward, weil der sieht, wo die Gegner hinlaufen. Meist rotieren die viel über die Mitte, also über die Mitte der Karte hier. Und wenn dann hier in der Mitte der Karte ein Ward von euch steht, dann wisst ihr genau, wo die hin rotieren. Oder viele rotieren halt da lang oder da lang. Weil das eben schnell geht. Oft sieht man im Pro-Bereich da auch einen Pink Ward. Um halt sicher zu gehen, dass die Gegner dort kein Wort haben. Und man rotieren kann, ohne dass die Gegner Sicht haben. Kommen wir nur noch finally zur Bot-Side, wenn wir uns zum Thema Vision uns das anschauen. Wenn ihr Head seid als Blue-Side, ist das ein guter Wort? Ihr könnt auch euch hier hinstellen und hier rüber warden. Das muss man ein paar Mal üben. Ich kann es auch nicht mehr, weil ich kein Support-Man mehr bin. Früher konnte ich es aber. Super Wort. Zudem ist das noch ein guter Wort. Ich präferiere aber lieber hier den Green Ward und den Pink Ward hier drin. Hier ist jetzt ein Gebüsch, das ist noch die alte Map. Hier ist jetzt ein Gebüsch drin, da kann man auch warden. Übrigens, man kann auch in der Alcove warden, aber das ist meist nicht so effektiv. Also die Kreuzung ist einer der wenigsten Wards, aber einer der besten. Die Kreuzung kann man auch warden. Man kann auch hier da an den Rand von dem Gebüsch den Pink Ward stellen. Also das ist so, finde ich, der beste Pink Ward. Hier den Pink Ward mag ich nicht so, ich finde der ist geiler. Hier einen Green Ward mag ich. Oder vielleicht hier auf die Kreuzung, wenn klar. Und der andere Pink Ward dann lieber hier. Man kann den Green Ward dann auch hier hinstellen, um noch mehr Informationen zu haben. Oder hier. Je nachdem, wie behind oder ahead man ist. Wenn man die Gegner richtig reindrücken kann, ist es auch gut. Hier kann man auch warden. Allerdings, das ist eher situativ. Mache ich auch ab und zu, aber nur manchmal. Wenn man halt wirklich davon ausgehen muss, dass da einer drinstehen kann.
Das Ganze, wenn wir behind sind, läuft etwas defensiver. Dann haben wir halt hier unsere Wards, die wir kontrollieren können. Wenn wir nicht so behind sind, können wir auch hier warden. Auch wenn wir um Drake-Kontrolle fighten wollen oder hier ein Fight ist, dann kann man da und da warden. Durchaus, da hat man, gibt das einem halt so ein bisschen mehr Informationen. Die Gegner können aber auch hier lang laufen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müsste man darüber dann warden, irgendwie hier so in dem Bereich. Dann Green Ward hier hin, da dann die Pink Wards und dann hat man genug Informationen. Soweit, so gut. Wenn man um Drake fightet, dann kann man auch hier Wards stellen, wenn man behind ist. Und allgemein gilt, ich habe euch jetzt die Wardspots gezeigt, wenn man ahead und behind ist. Wie gesagt, man kann die Karte auch spiegeln. Die Top Lane Wards auf dieser Seite offensiv gelten, wenn ihr Red seid, seid dann auch für die Bot Lane, ne? Also die Top Lane Wards auf der Blue Seite gelten für, sind die Bot Lane Wards auf der roten Seite. Und die Botlane Wards auf der blauen Seite offensiv sind die offensiven Toplane Wards für die rote Seite. Und andersrum natürlich auch. Ich denke mal, das ist verständlich. So. Es variiert so ein bisschen, ob man offensiv oder passiv spielt. Also man hat nicht dieselben. Also die offensiven Wards auf der Blue Seite, Ward Seite, ist nicht dasselbe wie die defensiven Wards. Hier. Das ist ein Unterschied. Weil man dann unterschiedlich stellen muss. Weil wenn man defensiv ist, spielt man nochmal ein bisschen anders, als wenn man offensiv ist. Da muss man wirklich True Vision securen, wenn man da versucht, dass die Gegner nicht mal aus dem, nicht wirklich in den Jungle kommen. So. Was haben wir hier? Okay, das ist was anderes. Gut. So viel zu dem Thema Wards. So. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar gibt es, kommt es weitere Sachen. Und zwar gibt es den Level und Item Power Spike. Ja, wichtiges Thema. Power Spikes ist eins der wichtigsten Themas in League of Legends. Manche Champions sind early stark. Es gibt so Champion Power Kurven. Um euch einfach mal eins zu zeigen. Von Xayah. Das ist Xayah, D plus Tier, uff, fast 50% Winrate, uff. So, auf jeden Fall, das sind Power, ist eine Powerkurve. Hier sind wir bei 50%. Der Champion ist schwach, bis Minute 30, ist dann aber im Late Game sehr, sehr stark. Gut, ich finde, der Champion ist nie schwacher, weil ich OTP bin. Das ist nochmal was ganz anderes. Oder bei Caitlyn, wenn wir uns mal Caitlyn anschauen. Caitlyn ist early sehr stark, fällt dann ab. Wird dann irgendwann sehr, sehr schwach, aber wird dann im Late Game umso stärker. Vor allem diese Regel. Die hat 0,5% Winrate mehr und ist S- und Xayah ist D plus. Wer hat das? Er hat da was getrunken, Allah. Egal. Auf jeden Fall, manche Champions sind early stark, manche sind late stark, manche sind early und late stark und fallen im Mid Game ab. Das hängt so ein bisschen ab. Und man muss so ein bisschen wissen, wann ist mein Team sehr stark und wann können wir effektiv fighten. Dann können wir unsere Advantage pushen. Und wenn die Gegner overall halt deutlich stärker sind, dann sollte man Teamfights vermeiden und für sowas wie den Ambush gehen. Also nicht, dass ihr Twitch spielen sollt, weil seine RQ Ambush heißt, sondern ihr setzt einfach eine Trap. Kurz vorm Baron trappt ihr hier oder hier. Oder wenn ihr die Dings Map habt, die Ocean Map, dann könnt ihr auch hier trappen in dem Gebüsch. Oder trappt hier. Also ihr sucht euch irgendein Gebüsch, wo die Gegner wahrscheinlich durchlaufen, vor allem vor einem Objective, ist das immer sehr effektiv. Versucht dann einen zu picken und dann entweder zu teamfighten oder ein Objective zu forcen. Um einen Teamfight zu provozieren oder einfach ja, das Objective zu holen, weil sie es nicht contesten können, weil sie ein Mann weniger sind. Für Items gilt es dasselbe. Wenn einer super Items hat, endlich seine Items hat, so eine Jinx. Sobald Jinx ihre drei Items hat, ist sie gefährlich. Sobald eine Akali ihr Gunblade hat, was vielleicht der beste Beispiel ist zum Power Spike in League. Es ist super gefährlich. Early kann man dann noch was machen, aber dann später fällt sie aber dann auch ab. Weil sie dann eher so passive Items baut. Genau. Was auch wichtig ist, ist zu wissen, wo kann ich teamfighten. Das ist etwas. Also man kann Gebiete nutzen. Erstmal Gebiete, in denen man teamfighten kann, sehen wir jetzt mal hier. So, halt, so ein bisschen. Das wären jetzt gute Gebiete zum Teamfighten. Man kann auch auf den Lanes fighten. Aber wenn es um den Jungle geht,
Überall, quasi, wo ihr Terrain habt, könnt ihr falten. Manche Champions präferieren aber kein Terrain. Also wer diese Comp hier, die blaue, die will auf jeden Fall, eigentlich beide präferieren Terrain. Beide wollen nicht, eigentlich nicht auf der Lane fighten. Trotzdem fightet man immer auf der Lane im Solo-Queue. Und weil Poppy kann jemand gegen eine Wand hauen. Akali kann dann einfacher flanken, weil man nicht so gute Sicht hat wie auf der Lane. ADCs wollen oftmals auf der Lane fighten, sowas wie ein Kog'Maw. Wobei es natürlich auch sowas gibt wie Ashe, die natürlich auch einen Arrow schießen können. Und wenn man hier fightet, dann sehen die den Arrow vielleicht erst, wenn er quasi durch die Wand durchkommt. Und dann ist es schon zu spät. Ja. Manche wollen das halt vermeiden. Dann, neben Terra gibt es Tower. Man kann um den Tower fighten. Man kann im Tower fighten. Es kommt. Vor allem macht man das, wenn man das Objective beschützen will. Das kommen wir übrigens auch noch später. Und wenn die Gegner nicht Tower Diven können. Wenn die Gegner Tower Dive Comp haben, wird das schwierig und dann sollte man das verhindern. Man kann auch an Objectives wie im Baron oder im Drake fighten. Oder innerhalb des Rivers. Ist halt gut für so eine AOE-Comp. Combo. Man kann auch im Jungle fighten als AOE-Combo, aber das ist eine super für eine AOE-Comp oder für eine Wombo-Combo, also sowas wie Malph und keine Ahnung, Yasuo und hast du nicht gesehen. Auch ein Grund, um im River zu fighten, ist, dass man gutes Ausweichpotenzial hat. Auf der Lane kann man nicht immer überall einen abhauen. Hier hat man zwei Wege, aber hier sind überall Wände. Im River hast du eine Möglichkeit, eigentlich in jede Richtung, wenn du Dash hast, kannst du noch hier rüber, kannst hier, dann hier lang, hier lang. Und wenn, selbst wenn dich die Gegner verfolgen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kannst du hier lang, dann hier hoch, hier runter, dann wieder hier hin, du läufst hier runter, da lang, dann nach links oder rechts raus. Du kannst aber auch hier über die Wand dashen und dann flashen und bist du auch weg. Also, wenn du Flash noch hast und wenn es wirklich nötig ist. Du kannst aber auch hier die Blast Cone nehmen, hier rein. Das sehen die Gegner vielleicht nicht, wenn sie gerade alle hier rumlaufen, sehen die das nicht. Und bis dann hier raus. Also da gibt es mehr Optionen zu escapen, sagen wir es mal so. Es ist einfacher da zu escapen. Wenn man natürlich geambusht werden kann, das ist natürlich ein Nachteil. Man kann auch auf der Lane fighten. Auch ein Vorteil ist, also ihr könnt auf der Lane fighten, vor allem wenn ihr einen Tower gewonnen habt, dann ist das halt super. Aber wie gesagt, passt auf, wenn ihr im gegnerischen Terrain fightet, an einem Tower, auf der Lane, dass ihr dann leicht geflankt werden könntet, so wirklich von sehr weit hinten. Dass ihr manchmal dann echt nicht rauskommt. Dann ergibt es noch die Möglichkeit, am Inhib zu fighten, entweder an dem oder an dem. An eurem eigenen meist, weil die Gegner nicht so einfach pushen können an Inhib. Also können sie zwar schon. Ihr müsst halt so aufpassen, was sie da machen können. Ihr habt jetzt nicht so die Tower Protection. Wenn ihr aber am gegnerischen Inhib fightet, das ist halt super, wenn ein Objective bald ab ist, dann würde ich sogar, wenn ihr den für den in Top Lane Inhib gehen könnt, also der Drake erst in 2 Minuten ab ist, dann würde ich erst nochmal disengagen, nochmal hier Camps farmen, vielleicht nochmal hier wen trappen und dann 1 Minute später oder 30 Sekunden später nochmal pushen und dann 1 Minute vor Drake beginnen, den Inhib zu holen, um dann zum Elder zu gehen, weil die Gegner können dann nicht pushen und ihr habt eine Numbers Advantage. Und die können dann halt nicht pushen, weil Super Minions spawnen. Können die Lane nicht pushen. Und ihr habt dann Druck an zwei Stellen, einmal am Drake und einmal am Inhib. Genau. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr da nicht overextendet. Wenn ihr da zu lange chillt, kann es sein, dass alle respawnen. Ihr seid vielleicht schon Half-Life oder sehr low. Und dann können die Gegner euch killen und selber den Drake machen. Also das ist eine sehr schwierige Taktik, die man auch üben muss. Genau. So. Das zu dem Thema, wo fight ich? Und das hängt dann auch mit Vision zusammen. Wie gesagt, alles hängt miteinander irgendwie zusammen. Aber ihr wollt eure Vision halt dann da setzen, wo ihr fighten wollt. Simpel.
Das war's mit dem zweiten Teil. Im dritten Teil schauen wir uns einige Beispiele an aus meinen Ranked Games von den letzten 2, 3 Tagen und wollen einfach mal so ein bisschen analysieren. Wie lief's so? Und was haben wir gemacht? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.